Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Might & Magic 2. Wir wollen heute mal... Was hatte ich mir überlegt? Ich hatte mir überlegt... dass wir... in die Druidenhöhle uns begeben oder wie auch immer das da war, dieser Brunnen mit dem, ist schon wieder ein paar Tage her, das letzte Mal gespielt habe. Ich versuche gerade, wir haben wir ein Beacon Spell aktiv? Teleport to Last. Oh ja, da sind wir. Okay, das war genau, das war da. Okay, die Stärke-Geschichte haben wir gemacht. Ah ja, hier konnten wir rasten, ja. Okay. Also, dann machen wir mal Licht. Und... Das ist auch Protection from Magic. Nee, du hast Protection from Magic. Okay, denn du hast Protection from the Elements, ne? Ja. Okay. Jetzt haben wir Magic 19 und Forces 29. Das ist doch gar nicht schlecht. Okay, gut. Also, wir haben ein bisschen was erforscht, aber noch nicht allzu viel. Da erforschen wir mal weiter, würde ich sagen. Wir haben Teleport, das heißt, wir können uns vielleicht ein paar dieser Snares ersparen. Wir wollen vom Prinzip erstmal in den zentralen Raum. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 nach Süden und dann 5 nach Osten oder so. Ja, da 4. Okay, passt schon. Gut, dann machen wir das mal. Nummer 6. Und okay. So, na gut, dann würde ich sagen, gucken wir mal. Nee, wollen wir nicht. Water Druids. Na gut. Ja, natürlich. War ja zu erwarten. Und okay, Ratten. Verzeihung. Okay. Machen wir erstmal die Sludge-Beasts weg. Auch angreifen können, okay. Du. Water Snare? Nee, Encounter. Okay, also so richtig abwechslungsreich sind die Kämpfe bisher nicht. Andererseits auch nicht allzu schwer, was zweierlei bedeuten kann. Das kann einmal bedeuten, dass wir hier zu spät sind oder dass das alles ganz einfach ist, was dieses Snares so ein bisschen verneinen, weil die sind ja doch so ein bisschen unangenehm. Und die andere Alternative ist, dass uns das Spiel in Kürze den ausgestreckten Mittelfinger ins Gesicht halten wird, indem es uns plötzlich Kämpfe gibt, die wahnsinnig schwer sind. Ja, das war ja klar. Okay, wir folgen ja bisher einfach nur dem Weg, also oder dem Gang.
Lauf ruhig weg. Okay. Ein Gang, der im Nichts endet. Okay. Aha. Geheimgang. Und mit Ruth. Den wollen wir mal schnell. Okay, wir resisten, weil wir Magic Resistance haben. Sehr schön. Allerdings ist natürlich unsere Magierin gesilenced. Das ist. Es gibt kein Dispel Magic, ne? Ich glaube, das habe ich mich schon mal gefragt. Obwohl, es gibt doch so ein. Wenn ich jetzt richtig gut drauf gewesen wäre, dann hätte ich mich vorbereitet. Und zum Beispiel das Zauberbuch schon mal rausgelegt. Jetzt muss ich hier auf meinem Schreibtisch wühlen. Und stelle fest, dass es nicht auf meinem Schreibtisch liegt. Okay, dann sollen wir gleich nochmal genau unter die Lupe nehmen, wo ich das hingetan habe. Machen wir den Druiden weg. Okay. Deadly Swarm war, glaube ich, ganz gut. Okay, Damage. Suppress Acid, das gehört sich nicht. Wenn das nur jeder machen würde, würde das überall aussehen. Frechheit. Bisschen Kram gefunden und die ganze Zeit die Maus im Bild. Gott, ich meine, Professionalität heute nicht zu überbieten. Okay, also dann werde ich mal kurz gucken, ob ich unser Spellbook finde. Sekunde. Okay, also Handbuch gefunden, beziehungsweise Zauberbuch gefunden und haben wir Level 5 Remove Condition. Das müsste 5 sein. Wenn wir das jetzt auf Halt zaubern. Okay, bist du nicht mehr silenced. Sehr gut. Ich finde es irgendwie ziemlich unfair, dass Monster nur bis zum Ende des Kampfes gesilenced sind. Wir allerdings für länger. Andererseits sind Monster nach dem Ende des Kampfes ja auch üblicherweise nicht mehr da. You found +2 Silver Chainmail. Okay. Okay, Naginata brauchen wir nicht, Trident brauchen wir nicht. Okay, ich sollte irgendwie mein Inventory mal aufräumen, aber gut, im Moment geht's noch. So, das da oben in der Ecke erscheint mir auch verdächtig, genau wie das da in der Mitte. Im oberen Bereich, das ist alles ziemlich. Aha. Geheimgang. Und was finden wir hier? The Elder Druid acknowledges your party and wonders if you would perform a service for him in exchange for a great reward. Yes. A disciple of mine sought power out on his own. He made one mistake too many and now he must be exterminated. Exterminate. Find him in this cave and return to me when you have finished him. Okay. Wo sind wir hier? Wir sind im Druids Cave. Habe ich da schon irgendwas? Druids. Wie habe ich das genannt? Druids Cave? Druids. Well. Wenn wir das Ding gleich erledigen, muss ich da ja eigentlich. Druid Dungeon habe ich es genannt. Okay. Wir haben. Okay, Disciple of Mine, Quest, Elder Druid.
Kill Disciple. Android Dungeon. Okay. Okay. Ich muss ein bisschen kreativ den Platz auf meinem Zettel nutzen. So, aber er hat uns nicht gesagt, wo der ist. Okay, na gut. Blödsinn. Wie kommen wir hier rein? Ich meine, theoretisch kommen wir hier ganz einfach rein. Yep. Und hier ist eine Tür und hier ist ein Encounter. Wahrscheinlich ist hier der Zugang. Oder der Zugang ist durch die Tür und ich bin nur nicht durch die Tür gegangen. Schau mal. Nee, reicht nicht, okay. Wollen wir mal nicht cocky werden hier? Okay, ist hier der? Ja, hier ist der Zugang, okay. Deadly Rattler Giant Ogre. Plus 3, du hast sowas schon, ne? Du hast nur eine Hero Metal und noch eine plus 1. Die macht nochmal was? Das wusste ich schon mal. Personality plus 4. Also eine plus 1 würde plus 5 machen. Hast du schon eine Hero Metal? Ja. Remove 2, discard D. Trade Item Tiamat D. Remove 1. Trade 4, 5E. Equip E. 7. Ja, kommt hin. Discard D. Du equipst die. Okay. Swamp Thing und Druid. Wieso seid ihr vor uns dran? Das ist so nervig. Also ein bisschen. Okay. Not affected und resisted. Da gibt es also offensichtlich noch einen Unterschied. Ich nehme an, resisted. Not affected ist der Rettungswurf geschafft oder sowas. Und resisted ist durch die Resistenz ist er nicht durchgekommen.
würde ich mal vermuten. Turn undead. Okay. Ja. So, jetzt sind wir wieder. Nee, waren wir noch nicht. Guten Tag. Plus 2 Fury Spear. Okay. Immerhin waren das jetzt da oben die Water Druids? Oder ich meine, wir haben ja gar keinen. Ich meine, wir haben ein paar Druids getroffen, aber gut, das waren Water Snares, wenn die fallen. Wir können ja jetzt mal X-Cast 552. Ja, nämlich auch noch nicht. Meditation Room. Wollen wir rasten? Ja, schadet nicht. Too dangerous? Sollten wir nicht in einem Meditation Room rasten können? Hm. Offensichtlich kaputt, dieser Room. Na gut. Na gut, dann würde ich sagen, gucken wir nach Westen. Und bei Westen meine ich natürlich Osten. Erst näher, okay. Okay, wäre super, wenn das ein Meditation Room wäre. Ist es nicht. Okay, schon wieder was hier im Nichts endet. Oh Gott. Kill, Mörder. Die. 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 Was? Das ging zu schnell, Spiel. Das habe ich nie lesen können. Gehen wir einfach davon aus, dass es ein Curse war. Okay. Das ist auch eine Art, den Kampf anzufangen. Wieso lauft ihr weg? Ihr könnt fliegen, aber ist egal. Wollen wir mal nicht kleinlich sein und alles umbringen, was hier noch rumsteht? Pick. Hast du schon? Könnten wir eventuell, falls wir noch einen weiteren Dieb irgendwann mal dabei haben, vielleicht mal erstmal aufheben. Aber ich meine, Thief's Pick, meine, damit arbeiten wird ja eh nur einer. Ja, behalten wir erstmal Fury Spear. Gucken wir mal nach, was der macht. Ich nehme an, es ist ein Fiery Spear. Der wird einfach brennen.
Fire Resistance und zaubert Fireball. Das ist gut. Den behalten wir in jedem Fall. Die können weg. Magic Charm macht nochmal was. Magieresistenz plus 10. Sechs. Remove 4, equip D, trade 4. Okay. Oh God. Shotshot kann weg. Okay, die Ecke fehlt noch. Und da oben ein Raum. Okay, also die Air Druids haben offensichtlich irgendwie mit Sprites zu tun. Was die ganze Sache so ein bisschen lästig macht. Hier langsam mal zurückziehen. Move Condition. Ich meine, jetzt wirst du wahrscheinlich gleich wieder gesilenced. Ich glaube, Druiden können ja nichts anderes. Ja. Und warum? Warum du? Du hast. Ich hab dir gerade extra Bonus auf Dings gegeben, auf Magic. Du hast Magic Resistance, steht das irgendwo? Nee, wir alle haben 19 und du hast 1er Magic Charm macht plus 10, plus 13, müsstest du 32 haben. Ich meine, fehlt ist... Ja, okay, super. Okay, also wir müssen auch mal unseren Kram hier irgendwie... irgendwie loswerden. Also, du zauberst mal Surface. Okay. Du zauberst. Town Portal? Haben wir nicht Town Portal? Zwei? Wo zur Hölle sind wir jetzt? Hier. Oh,
wir könnten übrigens zaubern, obwohl wir... Wie genau, Spiel, hat das funktioniert? Wir waren doch silenced. Okay. Rasten wir mal. Gucken in die Taverne. Yes, listen for rumors. Okay, wissen wir schon. Okay, was Thieves Pick, den werde ich mal bei irgendeinem lassen. Warhammer. Können wir eigentlich verkaufen. Warhammer. Plate Armor plus 1. Okay, das Blicken weg. Naginata Trident. Silver Chainmail plus 2 und Plate Mail plus 1. Okay. Hast du irgendwas Besonderes heute? Ach, hier können wir sogar Thief's Pick kaufen. Okay, ne, dann brauchen wir den nicht. Okay. Yes. Okay, da werde ich mich mal kurz um ein bisschen Inventory Management kümmern und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay. Inventory ein bisschen aufgeräumt. Die Silver Chainmail und Silver Plate Mail habe ich auf einen Packesel-Charakter gegeben, damit wir den mal im Inn lassen, weil die so schöne Energy Resistance haben. Und da bin ich einfach noch von den nachfolgemeinten Magics geprägt. Energy Resistance war gut und deswegen wollen wir Energy Resistance erstmal aufheben. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht nötig, aber whatever. Also, zaubern. Nimm Lords Begin, ne? Teleport to last. Okay. Okay, jetzt sind wir da. Okay, na gut, müssen wir mal kämpfen. Und wenn wir jetzt noch mal... Okay, gut, uns fehlt noch der Raum da. Na gut. Moment, hatten wir nicht... Springen wir hier mal rüber, ich glaube hier war... So, da sind wir. Platzhacke, okay. Ja, lauft weg, lauft weg. Lauft ihr alle weg? Ihr lauft echt alle weg? Nee. 100 Experience Points. Kriegen wir vielleicht für die Weglaufenden doch keine Erfahrungspunkte? Obwohl dieses... triumphale PC-Speaker-Geräusch erscheint. Das finde ich ein bisschen nervig. Wenn das so wäre, aber... You find the true angle on the evil wizard Ibmuk, follow the dark path. Aber immer. Okay. Ach, to find the true... Okay.
To find the true angle on the evil wizard. Ipmuk Gumgambi. My brain hurts. Okay, verstehe. Ipmuk. Follow the dark path. Wenn wir das machen, wir sowieso. Aber gut. Der dark path. 1, 3, 1. In Klammern 3 or 7. 9. 11. A. C, G, I. Okay. Wenn du das sagst, Spiel. Okay, jetzt haben wir die Ecke auch. Dann fehlt noch Süden. So, also entweder hier, okay, dann ist der nächste Schritt mit Sicherheit so ein Ding, aber ich meine, wir wollen es auf die Karte kriegen, deswegen laufen wir rüber. Okay, ist nix. Okay, Minor Demon, okay. Force Potion. Okay. May the force be with you. Die können wir jetzt sogar trinken. Das ist ein Merchandise-Artikel, der mir bei Star Wars noch nicht untergekommen ist. Oder gibt es einen Force Energy Drink? Würde mich nicht wundern. Okay. Might plus 10. Great Hammer. Würde auch was für Rosaka sein. Was hast du? Du hast die True Axe macht war gut und du hast Shock Flail ist auch nett. Also behalten wir den erstmal, aber kann eigentlich weg. Kann weg. Lieber in das benutzt. Die Force Potion werde ich wahrscheinlich auch nicht benutzen. Ich meine, da kannst du jetzt einfach trinken. Probieren wir es mal. Use. D. Ja, ist mal 60. Okay, und wir können sie mehrmals benutzen. Okay. 4, 2, D. Use. Okay. Können sie offensichtlich mehrmals benutzen. Na gut, jetzt haben unsere Kämpfer ein bisschen mehr Stärke. Gucken wir in die eine Richtung. Jetzt sollte ich einfach schon mal anfangen, hier überall. Okay. Natürlich. Okay, also dieses Silencing ist ja ein bisschen nervig. Zumal, wenn wir hier nicht rasten können. Und zumal Grace gesilenced ist und Tiamat, das heißt, wir können uns auch nicht entsilencen. Das ist ja fantastisch. Flamme, Discard,
Die Raygun. Du hast eine Raygun plus 1. Du hast eine Raygun plus 2. Remove 3. Equip D. Okay, na gut, dann kämpfen wir. Ja, ich meine, jetzt sind wir eh gesilenced, dann können wir hier auch einfach das machen. Ja, ich muss gleich suchen. Wenn ich erst weglaufe, ist das Ding weg. Haben wir irgendwas? Nope. I swear it wasn't my fault, cries the once mighty Horvath. Out of mercy, your party attacks it. Okay. Resisted, okay, was genau machst du? Gazen, das klingt nicht gut. Okay, wir treffen ihn, okay. Na gut, dann machen wir das. Er macht irgendwas mit uns. Okay. Hat uns definitiv gekillt. Und das sah mir nicht so aus, als ob wir ihn oft verletzt hätten. Okay. Der ist. Ich meine, war das der ausgestreckte Mittelfinger vom Spiel? So nach dem Motto: hey, schaffst du noch nicht. Okay. Ich meine, wenn wir zaubern könnten, wenn wir da hinkommen könnten ohne... Probieren wir mal. Und... Wo wir schon mal hier sind, yes, Donate. Das sieht gut aus, was wir da haben. Lights Beacon. So, der war... Achso, wir sind ja gestorben. Das heißt, dass er war hier irgendwo. Teleport. War der hier? Ja, okay. So, jetzt können wir zaubern. Wahrscheinlich sind wir jetzt gleich alle, was auch immer er macht. Okay, selbst mit unserem Bonus treffen wir ihn nicht. Das ist ein Problem. Okay. Cold Beam. Not affected. Deadly Swarm, not affected.
treffen wir ihn nicht, weil wir ihn überhaupt nicht treffen können oder einfach nur, weil er so gut ist? Ich meine, sonst würden wir treffen und keinen Schaden machen. Also offensichtlich ist er einfach nur zu gut. Okay. Electric Arrow. Okay, not affected. Identify Monster. Special Power, yes. Bonus on Touch, yes. Magic Resistance, yes. Okay, das ist AC 50. Okay. 400 Hitpoints. Und die greifen wir aus Gnade an. Okay, ich weiß nicht, ob das so ist. Okay. Okay, der ausgestreckte Mittelfinger in diesem Dungeon hat einen Namen. Undead ist er auch nicht. Keine Ahnung. Immobilize? Ich meine. Yeah. Okay. Ein bisschen Schaden macht er auch. Oh, wir haben ihn getroffen. Okay. Eine Lightning Bolt hat bisher noch immer funktioniert. Nein, natürlich nicht. Okay, Power Cure. Ich meine, wir resisten oder sind nicht affected. Das ist gut. Okay, ich meine. Ab und zu, ne? Ich meine, wenn wir vielleicht aus irgendwie so einen Level-Bonus kriegen würden von irgendwo her. Haben wir irgendwas, was wir besser machen können? Könnten Invisibility zaubern. Könnten Blast zaubern. Das erhöht die... Na, den Combat, okay. Sicher. Bless ist doch ein Combat Spell. Ja, whatever. Heroism. Feeble Mind. Auf Tiamat. Ich meine, solange wir einfach nicht affected werden und einfach irgendwann mal treffen. Okay. Okay.
Ich glaube, das hat keinen Wert, was wir hier machen. Deswegen machen wir Time Distortion. Okay, also ich würde sagen, an dem beißen wir uns nur die Zähne aus. Da müssen wir später nochmal hin zurück. Okay, na gut. Wir haben ein bisschen, nee, wir haben nicht wirklich was erreicht. Wir haben einen Hinweis gefunden und wir wissen, dass das Druid's Cave, ich meine, wahrscheinlich scalen die Kämpfer einfach mit dem Level, und also diese kleinen Kämpfe. Und wir sind da so früh, dass wir da nur auf einfache Gegner treffen und der Boss ist aber, wie er nun mal ist, und deswegen schaffen wir den nicht und naja. Wenn wir gut genug sind, um den Boss zu besiegen, werden wahrscheinlich auch die Standardkämpfe ein bisschen besser sein, vermute ich mal. Ja, ich würde sagen, das hat irgendwie überhaupt nichts gebracht. Da machen wir beim nächsten Mal woanders weiter. Ich meine, wir könnten... Habe ich irgendwie eine Fountain, die irgendwas super Tolles macht? Spellpoint 200, Spell Level 9. Na gut, Spell Level bringt nichts, da ist ja aus irgendeinem Grund immun gegen alles. Oder resistant. Haben wir noch irgendwo was? Irgendeine Fountain? Aber ich glaube, wir sollten einfach mal woanders hingucken. Es ist ja noch genug Spiel über. Wenn wir mal auf die Weltkarte gucken. Ja. Also wir haben noch eine ganze Menge, was wir erkunden können. Da würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal einfach irgendwo anders weiter. Okay, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.